Hoi und herzlich willkommen zu diesen Kurzvideos, wo wir miteinander auf eine Reise gehen, um Gott zu entdecken. Innerhalb weniger Minuten werden wir grosse Fragen stellen und wertvolle Schätze ausgraben. Es soll dich dazu anspornen, nachzudenken. Und es soll dich ermutigen, um weiter zu graben und noch mehr zu erfahren von unserem grossen Gott. Was ist der Sinn von deinem Leben? Die Frage hast du dir sicher auch schon gestellt. Und vielleicht bist du zum Schluss gekommen, hey, mein Sinn vom Leben ist, ein guter Mensch zu sein. Oder gesund zu sein. Oder Glück und Freude zu erleben in meinem Alltag. Oder erfolgreich zu sein in der Familie und in der Arbeit. Heute wird der Sinn vom Leben aber vielfach geprägt von Selbstverwirklichung. Alles dreht sich um mich. Kurzlebige Höhepunkte überschattet und verdrängen langfristige Ziele wie Hingabe, wie Treue und wie Verzicht. Das zeigt sich zum Beispiel in der Karriere, wenn man dort investiert und vorangeht, aber nebendran Zeit mit den Liebsten, mit der Familie, mit deinen Kindern völlig vernachlässigt und sie vergisst. Oder es zeigt sich in der Beziehung, wo du bereit bist, einen Seitensprung zu machen, weil irgendetwas nicht gerade so läuft, wie du das möchtest, aber du weigerst dich dazu, zu investieren in eine langfristige Beziehung und Probleme anzugehen. Oder du suchst einen schnellen Kick, sei das in der Sexualität, sei das mit Drogen oder mit Alkohol. Und du umgehst so, deine Probleme können anzugehen. Das ist doch überhaupt kein Problem, sagst du jetzt vielleicht. Hauptsache, es stimmt für dich. Ich möchte dich da gerade herausfordern. Hast du das schon mal durchgedacht? Möchtest du in einer Welt leben, wo es darum geht, dass es Hauptsache für jeden einzelnen Mensch stimmt? Stell dir vor, du bist am Monopoly spielen mit deinen Kollegen und jeder spielt so, wie es gerade für ihn stimmt. Dann hat das Spiel gar keinen Sinn. Es macht auch keinen Spass. Selbstverwirklichung fördert nach meiner Überzeugung ein asoziales Miteinander. Eine egozentrische Gesellschaft. Und es fördert den Abbruch von ganz wichtigen, engen Beziehungen in unserem Leben. Was, wenn du nicht das Zentrum des Universums bist? Wir Menschen, wir sind nicht geschaffen für uns selber. Wir sind füreinander geschaffen und wir sind zur Gemeinschaft mit Gott geschaffen. Und diese Wahrheit ist schon bei vielen vorherigen Videos zur Sprache gekommen. Und ich möchte dir das verdeutlichen mit einem Bild. Du kennst das Handy. Doch das Handy allein nützt dir noch nichts, wenn du nicht das Ladekabel mit dabei hast. Wenn du das Ladekabel nicht hast, dann kannst du mit dem Handy zwar Apps abladen, du kannst telefonieren, du kannst jedem schreiben, du kannst Videos schauen, aber irgendwann ist das tot. Dann geht nichts mehr. Dann brauchst du das Ladekabel, das du am Strom anschließest. Und für genau das ist das Ladekabel ja da, um mit dem Handy zu verbinden und wieder herzustellen, dass das Handy wieder in Beziehung mit anderen oder mich in Beziehung zu anderen bringen kann. Unser Leben hat auch wie so einen Akkustand. Wir können vieles machen, vieles bewirken und vieles hinschaffen, aber wenn wir uns nicht aufladen und verbinden mit dem, was uns Kraft gibt, dann sind wir irgendwann tot und wir können nichts mehr machen. Was ist der Sinn vom Leben? Ganz einfach gesagt, ist es connected sein mit Gott und mit anderen Menschen. Wenn du und ich aber nicht connected sind mit Gott, wie das Nadel da am Strom angeschlossen ist mit dem Ladekabel, dann ist einfach alles andere vergeben, weil wir die Connection zu unserem Gott verloren haben. Darum sage ich dir, der Sinn vom Leben ist es, Gott zu entdecken und mit ihm in Beziehung zu sein, mit ihm verbunden zu sein.
Doch wie können wir das machen? Wie können wir in die Beziehung zu Gott eintauchen? Wir können es durch Jesus Christus. In Hebräer Kapitel 1, das ist im Neuen Testament, steht: Viele Male und auf vielfältige Weise hat Gott einst durch die Propheten zu den Vorfahren gesprochen. Jetzt am Ende dieser Zeit hat er durch seinen Sohn zu uns gesprochen. Ihn hat er zum Erben von allem eingesetzt. Geredet wird da von Jesus Christus. Durch ihn hat er auch die Welt geschaffen. Der Sohn ist der Abglanz von Gottes Herrlichkeit und das Abbild seines Wesens. Durch sein machtvolles Wort trägt er die ganze Welt. Er hat die Reinigung von den Sünden bewirkt. Wir können mit Jesus in Beziehung treten. Wir können Bibel lesen und mehr über ihn erfahren. Es ist Gottes Wort. Er spricht durch die Bibel heute noch zu uns. Wir können mehr über ihn erfahren, wenn wir Zeit mit ihm verbringen. Wir können zu ihm beten, ihn loben, ihn bitten, um das, was uns Sorgen macht, ihm einfach anlegen. Wir können auch mit anderen Christen, vielleicht kennst du jemanden, der an Jesus Christus glaubt, red mit ihm über ihm seinen Glauben, red mit ihm über Jesus. So können wir Beziehung zu Jesus ganz praktisch pflegen. In Jesus Christus hast du für dein Leben Sinn. Durch ihn bist du entstanden. Und zu ihm wirst du mal gehen, wenn dein Leben hier auf der Erde fertig ist und du dich hier auf dieser Erde entschieden hast, dein Leben ihm anzuvertrauen, in die Beziehung mit ihm einzutauchen. Und durch die Beziehung zu Jesus Christus, die du hier und jetzt schon darfst mit ihm haben, wirst du ausgerüstet für ganz viele segensreiche Beziehungen zu deinen Mitmenschen. Gott entdecken und Beziehung zu ihm pflegen, das ist genau das Gegenteil von dieser Selbstverwirklichung, wo es vielfach in unserem Leben darum geht. Weißt du wieso? Weil nicht mehr du und weil nicht mehr ich im Zentrum von unserer eigenen kleinen Welt sind. Nein, wir setzen Jesus Christus als unser Zentrum in unser Leben ein. Es geht um ihn und allein um ihn. Und wenn du dich darauf einlässt, wirst du einen tiefen und unerschütterlichen Sinn für dein Leben entdecken, weil du genau dann das tust, wozu du geschaffen bist. Und ich möchte zum Abschluss dir eine Frage stellen. Wo in deinem Leben entdeckst du einen Drang, dich selber zu verwirklichen? Und in welchem Verhältnis steht das zu dem Gott, der dich liebt, der dich geschaffen hat, dem, wo du alles verdankst, und der, der nur eins will, nämlich Beziehung zu dir haben.